in dieser Ausstellung, es ist sicher etwas ganz Besonderes, begegnen solche Namen wie Chagall, Renoir, Léger, Maillol, Rouault, Bonnard, Manet. Ja, es ist eine Ausstellung, die das weite künstlerische Spektrum jener Zeit offenbart. Und sie offenbart auch, dass all jene Künstler ja ihre schöpferisch innovativen Kräfte eben nicht nur auf dem Gebiet der Malerei zur Entfaltung brachten, sondern wesentlich auf dem Gebiet der Grafik. Einen ganz besonderen Schwerpunkt in dieser Ausstellung bildet Picasso mit einem Werkvolumen von etwa 40 Radierungen und Lithografien. Und man kann ja sein Lebenswerk, sein grafisches Lebenswerk geradezu abschreiten von den frühen Radierungen des Saltimbanque bis eben ja, bis zu seinem Ende, zu der besagten Arbeit La Femme aux Singes aus dem Jahre 1954. Ich glaube, dass man selten eine Ausstellung hier in Deutschland sieht, wo diese Elite der französischen Kunst so in eins überschaubar ist und damit wirklich einen sehr repräsentativen Einblick gibt in diese Zeit und in den schöpferischen Reichtum. Also die Konings-Sammlung gehört zu den bedeutendsten Sammlungen in der Schweiz. Sie umfasst 14.000 Werke, zusammengetragen von Werner Konings. Und aus diesem riesen Konvolut von 14.000 Werken haben wir etwa 130 Werke herausgewählt, und zwar Werke der französischen Druckgrafik des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie alle trugen an dem Siegeszug der Druckgrafik, das heißt an der Emanzipation der Grafik von der puren Reproduktionsgrafik zu einem eigenständigen schöpferischen Medium bei. Und für diese Maler, die solches taten, hat das Französische das schöne Wort peindre graveur, was man etwas behäbig übersetzen kann mit Malerradierer oder Malergrafiker. Und am Anfang dieser Auswahl steht ein Selbstporträt von Edgar Degas aus dem Jahre 1855. Und am Ende Picassos La Femme aux Singes, also die Frau mit dem Affen, von 1954. Das heißt, die Ausstellung schlägt einen Spannungsbogen von 100 Jahren und erfasst damit alle jene Klassiker, die seinerzeit an der künstlerisch-schöpferischen Hochblüte in Frankreich beitrugen.